Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 26. Januar. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir sehen auf dem rechten Bildrand 13.655. Wir sehen ein Gap. Das heißt, wir spekulieren erstmal auf das Gap Closing. Das heißt, wir haben eine Big Number bei 13.707 zu 13.692. Das wäre jetzt erstmal die Falle, die wir platzieren können. Ansonsten wären wir bei 13.600. Das wäre dann eine Etage tiefer. Ja, wir haben die 13.6 heute Morgen hier schon gehabt. Wie sah es gestern aus bei den Yoga-Boxen, bei den Meditationsboxen, den Blumenboxen? Denn die Blueboxen entstehen ja, wenn der Markt in einem Gleichgewicht ist. Wir haben hier spät abends um 20 Uhr, 19 Uhr ist eigentlich nicht unsere Zeit, hier eine Box gehabt, die dann gegen Marktschluss in den Gewinn gelaufen ist. Und wir sehen 47er. Aber hier sehen wir gestern dann um 12:33 Uhr eine 22er Box. Wow, da ging es runter. Eine 28er Box, die wir getradet haben, auf angepasst sogar. Die ging hier sauber in den Gewinn. Und ja, dann haben wir hier Big Numbers noch getradet. Also da waren gute, war gestern eine gute Vola da. Wir schauen uns einmal jetzt die grünen Boxen an. Ich gehe dort mal auf den 5-Minuten-Chart. Gestern Abend ist für uns nicht so relevant, sondern eher an den Handelszeiten. Also hier hat er ein bisschen rumgedümpelt. Dann gab es aber den Ausbruch, wer den genommen haben. Hier sauberen Breakout. Auch da also gestern einiges an Musik. Wie sieht es generell aus? Wir fangen an bei Bitcoin. Bitcoin 3%, 7% hoch, 7% runter. Aktuell sind wir bei 31.320. Das heißt, die 30.000er Marke hält erstmal magisch. Wie von unserem Indikation auf Tagesbasis haben wir ein Short Setup nach wie vor. Auf Wochenbasis sehen wir die letzte Woche ist schon eine Umkehr in Bitcoin gewesen, denn der Eröffnungskurs war höher als der Schlusskurs und die zweite rote Kerze sieht zwar nicht perfekt aus, aber es ist sieht nach Luftholen erstmal aus. Wenn wir die Fibonacci-Linie mal dazu nehmen, also von links nach rechts ziehen, dann hätten wir jetzt das 23er Retracement, das 38er Retracement, das ist dann so der Klassiker, wäre bei Bitcoin bei 27.384. Das nun mal zur Information. Und wir schauen uns die großen Schwergewichter mal an. Wir haben hier Netflix als Anbieter und wir sehen auch hier bei Netflix auf Tagesbasis, ja, ist eigentlich eher so eine Seitwärtsphase. Und wechseln hier mal auf den DAX. Dort haben wir auf den Tagesbasis ein Short Setup. Auf Wochenbasis sehen wir vor 2 Wochen schon eine Umkehr. Letzte Woche denn der Konter und diese Woche, wenn es so bleibt, ist so die ersten Anzeichen von Erholung zu sehen. Ja, wir sehen hier diese Kerze, das war die Oktoberkerze auf Wochenbasis, wurde sofort wieder gekontert. Ja, Tagesbasis haben wir ein Short Setup. Die Entscheidung ist aber erst dann heute Abend so, wenn die Kerze so bleibt. Das wäre dann das erste Mal, wenn so eine Kerze ist, seit, schauen wir mal. Hier hatten wir, ja, also der Long-Eingriff war im November, also seit November jetzt der erste Tag, wo es dann auch hier ein Short-Setup gehen würde. Also schauen wir mal, wie sich die Märkte heute denn weiterhin entwickeln. Gold, was macht Gold? Gold nach wie vor 1800, auch hier gibt es nicht viel zu erzählen. Öl 52, 45. Und dann gehen wir in die Technologiemärkte rein und wow, Technologie, Wochenbasis, sehr bullish, Daily Basis. Ja, Daily Basis. Hat die Sonne jetzt erstmal hier oben Platz genommen als Swing High? Ist es immer noch eine blaue Kerze und der Spruch jetzt heißt ja nicht mehr America First, sondern Buy America. Insofern
Bin ich gespannt mit den ganzen Konjunkturpaketen. Ist das alles jetzt schon eingepriesen oder nicht? S&P 500, der ja nicht ganz so getrieben ist wie Nasdaq. Hier sehen wir schon eine rote Kerze. Beim UK, den Englischen, bei Boris und Co., da gibt es auch ein Short Setup, unabhängig davon, dass die, ja, die Supermärkte leer sind. Ja, steht jetzt hier auch beim FTSE, haben wir hier ein Short Setup. Was haben wir noch an Märkten? Bitcoin haben wir schon besprochen, alles gut. Dann sind wir eigentlich damit durch und fokussieren wir uns auf unsere Tagestrades bzw. auf unsere Setups und kontrollieren nochmal alles, ist hier alles richtig eingestellt. Auch das kann ich jedem Einzelnen immer empfehlen. Sind die Parameter alle fertig? Okay, und dann geht's jetzt offiziell los. Also der Plan ist 13.700 oder 13.6 wären jetzt erstmal die ersten Boxen. Wir haben eine Kurslücke, ein Gap, was zu schließen wird oder was zu schließen ist. Wir haben genügend Vola. Wir haben jetzt schon 65 Punkte heute Morgen in den ersten 35 Minuten. Also ist jetzt keine Katerstimmung. Also melde mich dann gleich nochmal. Mithandeln, kurz reinläuft, hier oberhalb der Box, oberhalb der Öffnungsbox. Unten liegt auch eine. So, Habe Big ich dann hier. Number sind wir im ersten Trade. Es ist 9 Uhr. Und also Big Number Trade sind wir ausgeführt. Wir sind short im ersten Trade und die Vola Box ist direkt bei der Big Number. So, das heißt eigentlich, dass wir nicht doppelt gemoppelt das Ganze machen, sondern wir bleiben jetzt auf der Big Number und die können wir jetzt mehrmals handeln. Und ich habe ein MTX Long Trade hier gerade reinbekommen, direkt zur Markteröffnung als Gegensignal, wer das also traden möchte. Ich bin ja noch Long im DAX. Also erster Trade, Big Number, gleichzeitig auch der Vola Box Trade. Gesundheit. Habe ich mein Mikrofon nicht ausgemacht. Haben alle einmal die verstaubten Ohren durchgepustet. Ab dem zweiten Trade ziehen wir dann wieder oder gehen wir auf angepasst. Zielmarke dann erstmal wieder die 50. Das würde dann auch Gap Close erstmal auch entsprechen, wie bei der Doppelwachs, was ich gerade gehört habe. Aber noch ein ruhiger Handel. So, wir stehen vom Landeanflug und sind raus. Das war wieder für unser Videotagebuch der Eröffnungstrade. Und wir platzieren gleich auf der linken Seite die Vola Box. Das ist dann der nächste Trade. Ja, das war's. Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag, einen erfolgreichen Trading-Vormittag. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne bei uns einen Testzugang euch holen. Wir traden hier den ganzen Vormittag und den Nachmittag. Also, wenn ihr Lust habt, tradersclub24.de. Und ansonsten, wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Bleibt gesund, gute Trades.